Es ist auch einfach so, dass die Leute, die regelmäßig auf solche Partys gehen, habe ich das Gefühl, sind einfach sehr entspannte, coole Leute häufig. Aber er ist ein bisschen betrunken, oder nicht? Ich finde es total gut, dass es solche Places gibt, solche Orte gibt, wo Leute das genau ausleben können. Eine Nacht Party. So ist es wirklich im KitKat Symbiotika. Auf dem Thumbnail ist Tomatolix und andere Leute, die halt Party machen. Ich würde mal sagen, wir gehen direkt rein. Let's go. So wie andere mit Freunden in die Bars gehen, gehen wir irgendwie jeden Mittwoch Kiki feiern. Jeden Mittwoch? Das ist schon... Ich wäre nicht der Typ für jeden Mittwoch feiern gehen. Ich bin einfach nicht der sehr große Feiermensch. Dann denke ich, ist das mein Outfit fürs KitKat. Das KitKat in Berlin ist einer der berüchtigsten Clubs Deutschlands. Unter anderem bekannt für seine sehr strenge Türpolitik und ein striktes Kameraverbot. Hier findet jeden Mittwoch die Party Symbiotika statt. Eine Techno-Party, bei der alle ziemlich wenig anhaben und auf der man theoretisch auch Sex haben kann. Solche Events werden... Aber nicht muss. Das ist ein ganz... Also ich... Persönlich war ja noch nicht, also da vor Ort war ich jetzt nicht, aber ich finde, es ist wichtig zu betonen, dass das keine Veranstaltungen sind, wo die meisten Leute bestimmt vereinzelt, aber die meisten Leute gehen da nicht hin, primär um Verkehr zu haben. Immer beliebter und es gibt sie mittlerweile in immer mehr Städten. Ich frage mich, was den Reiz daran ausmacht und wie es wirklich ist, im KitKat zu feiern. Deswegen werde ich heute eine Nacht auf einer Kiki-Party verbringen. Ich bin sehr gespannt, wie das wird. Genau, Chat. Positiv, genau. Hallo, hallo. Hallo, Chris. Ja, willkommen schön, dich zu sehen. In den Heiligen Hallen. Chris, du bist der Veranstalter. Ja, ich glaube, also wenn ich das auf YouTube hochlade, werde ich manche Teile kürzen oder blurren. Die muss man sich dann dazu denken. Ja. Von der Party heute Abend? Genau, richtig? Von Symbiotika, genau. Was ist Symbiotika genau für eine Veranstaltung? Symbiotika ist eine Positiv-Party hier im KitKat-Club. Wir verbinden eigentlich besten internationalen Techno mit einer hedonistischen Lebensweise. Das heißt, wir sind Kitty, wir haben einen Dresscode. Wir sind keine Swinger-Party, wir sind keine Sex-Party, wir sind eine Sex-Positiv-Party. Ja, und seit 7 Jahren finden wir hier in dem legendären KitKat-Club statt. Ich finde total schön und zu betonen, dass man da total sieht, dass dieser Club sozusagen ganz offensichtlich aus der alternativen Szene rausgewachsen ist und nicht einfach so ein, okay, hier sind jetzt Investoren und es gibt eine Nachfrage nach irgendwie einer bestimmten Art von Partys, deswegen bauen wir jetzt einen Club, der irgendwie so ist, sondern du merkst halt richtig, das ist aus der alternativen Szene raus entwachsen so. Das siehst du in jedem Bild gerade. Statt jeden Mittwoch. Und ich lieb's. Das hier ist so der Eingangsbereich? Das ist der Eingangsbereich, hier die Garderobe. Wir haben einen strengen Dresscode, wir weisen ungefähr 250 Leute jeden Mittwoch ab. Ah, und es geht natürlich schon auch ein sexy Vibe mitzubringen. Also die Outfits sind schon kinky. Wenn man jetzt hier im Eingangsbereich ankommt, ja, bezahlt man, gibt sein Handy ab und wie geht's dann genau weiter? Man gibt seine Jacke und seine Klamotten ab. Es wird auf Drogen kontrolliert. Es wird natürlich kontrolliert, dass du wirklich dein Handy abgegeben hast. Dann kommst du weiter. Das ist dann die Gartenbahn. Ja, es gibt ja halt manche Clubs, das kennt man ja auch, also mittlerweile relativ weit verbreitet, glaube ich, dass du einen Sticker auf dein Handy drauf bekommst. Also du darfst dein Handy behalten, aber du kriegst sozusagen auf die Kamera einen Sticker drauf, dass du kein Foto machen könntest, dass du nicht filmen könntest oder so, damit sich einfach Leute ein bisschen safer fühlen, da das machen zu können, was man halt machen möchte. Aber bei manchen Partys geht es halt so weit, dass du das komplette Handy abgeben musst. Also weil, wenn da dann jemand gesehen werden würde, alleine mit einem Handy in der Hand, wäre das dann schon natürlich rausschmissen. Auf jeden Fall auch interessant gestaltet. Das sind jetzt zum Beispiel Sachen, wo ich sagen würde, wir bei Schlumpf, wir hören einfach mal nur, was passiert. Du kannst an die Bars gehen. Weil wir verstehen das ja auch mit Hören. Ich beschreibe mal kurz, es gibt ganz viele Bilder, die gemalt sind an den Wänden und an der Decke, wo verschiedene Motive sind, die teilweise sexuell sind, teilweise gay sind. Nämlich, es geht nicht. Guck mal, dann kann ich das nämlich bei Schlumpf einfach alles raus.
Blöden dabei. Aber es geht eher um Selbstbestimmung, es geht um freiheitsliebende Menschen. Bei so einer Party ist einfach ganz viel zu gucken. Wir haben coole Tattoo-Leute, die bei uns Stammgäste sind. Ob es natürlich irgendwelche Drag-Queens sind, ob es Trans-Menschen sind. Es gibt natürlich Leute, die in Latex-Outfits da sind oder in Gummi-Outfits oder Menschen, die sich gegenseitig an der Leine führen, die aus dem BDSM-Bereich kommen oder die in... Das hatte ich, glaube ich, auch mal erzählt von einer Key-Party, wo ich war, dass da eine Dame, ich mich mit einer Dame unterhalten hatte, ganz nett, und die hatte eine Person mit Hundemaske an der Leine neben sich, und habe ich gedacht, ach, ist das deiner? Ich weiß nicht, wie man so eine Interaktion genau macht. Und sie sagt, nee, ist actually nicht meiner. Irgendwer hat mir den in die Hand gedrückt. Ich laufe jetzt mit dem rum. Und wow. Hat dann, glaube ich, sogar noch gefragt, ob ich den haben möchte. Und habe ich, nee. Klingt wie eine normale Berliner WG-Party bisher. Ja, ich glaube auch, das ist komplett normale WG-Party. Im Bereich Cosplay, also sich angezogen haben. Also wir haben eigentlich ja ein Zuhause für alle diese sagen wir mal, Randgruppierungen, die aber das Leben natürlich total bunt machen und vielfältig machen. Und genau dafür stehen wir. Ich treffe jetzt Amy. Ich finde es total gut, dass es solche Places gibt, solche Orte gibt, wo Leute das genau ausleben können, weil es gibt einfach den Need danach. Und wie gesagt, also meine Erfahrung ist ja sehr limitiert. Da vor Ort war ich noch nicht. Ich war auf, es gibt auch so eine Kölner KitKat-Ablegerparty sozusagen. Da war ich mal und konnte da so ein bisschen Erfahrung sammeln, und ich find's sehr klasse, dass sowas gibt. Amy geht regelmäßig auf Kiki-Partys und wird mich so ein bisschen in die Kiki-Welt einführen. Hallo! Hallo, Amy, freut mich. Wie ist das bei dir? Wie oft gehst du auf Kiki-Partys? Also immer mittwochs zu Symbiotika, das ist so das Standardprogramm, und dann meistens noch einmal am Wochenende. Okay. Boah, zweimal die Woche Party gehen, also unabhängig ob Kiki-Party oder nicht, also zweimal die Woche Party gehen ist, Digga, ich glaube, da wäre ich nie der Typ für. Also ich gehe so selten mal feiern, also so die letzten Jahre war auch eigentlich immer, wenn ich feiern gegangen bin, war das dann eine Kiki-Party, und es war nicht oft. Also ich gehe nicht oft feiern, aber einfach so, also in den letzten Jahren bin ich nie einfach so in einen Normal-Club gegangen. Höchstens auf so Veranstaltungen, weißt du, so wenn man irgendwie... weißt du, Gamescom war, und dann ist man mit der Gruppe nochmal, ja, okay, das ist schon passiert, aber jetzt nicht so in einer normalen Woche einfach, ich gehe mal in den Club, weißt du, so. Ja, also schon so zweimal die Woche? Ja, zweimal die Woche mindestens. Crazy. Gehst du denn dann auch noch normal feiern oder schon hauptsächlich? Also hauptsächlich ist in Berlin auch inzwischen sehr verbreitet und ab und zu noch zu Techno-Events. Und jetzt wollen wir beide ja gleich ein Outfit für mich raussuchen. Genau. Was würdest du sagen, wie wichtig ist das richtige Outfit für so eine Party? Absolut entscheidend. Wieso, du bist ja auch alt und brüchig. Ja, jetzt gehe ich. Wollte nur das Fenster zumachen. Weiter geht's. Weil ohne richtiges Outfit wirst du nicht reinkommen, und dann kannst du die Party nicht genießen. Dann bin ich sehr gespannt, ob wir was finden werden. Worauf kommt es bei einem... Nee, ganz ehrlich, also ja, ich bin alt und brüchig, aber ich war nie der Partygeher, noch nie. Auch nicht mit 20 war ich irgendwie in dem Vibe von, oh, ich gehe einmal die Woche in den Club oder so, oder mehrfach die Woche, noch viel mehr. Wieso, zeig mal dein Outfit? Niemals. Ich werde nie irgendeins der Outfits zeigen. Ich habe zwar Fotos von jedem Einzelnen, aber ich werde das nicht zeigen. Einen guten Outfit an. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass du dich darin wohlfühlst. Sonst kannst du es nicht genießen und dich frei fühlen. Wichtig ist aber einfach, dass man erkennt, dass du dir Mühe gegeben hast, dass du dir Gedanken gemacht hast. Und dass du ein bisschen Haut zeigst. Und was sind so typische Outfits? Also sehr viele... Also für einen Mann gibt es die Variation nicht so krass, leider. Bei Frauen habe ich das Gefühl, gibt es viel mehr Variation so.
bei Männern ist es meistens, also obenrum Harnes oder kannst noch so ein Netz machen, aber das auch, kannst auch bleiben lassen. Du kannst auch noch irgendwie so ein durchsichtiges, halbdurchsichtiges Hemd irgendwie dazu anziehen, aber es auch kannst du auch sein, bleiben lassen. So, und dann die meisten laufen mit Harnes rum. Ist tragen einfach Joker mit Schriftzügen oder richtig mit Karabin. Und es kann total geil körperbetont sein. Also, I love it so, ne? Aber die Variation ist nicht so da. Dann zum Festhalten. Oder jetzt Harnesse sind super beliebt. Also, das wäre da. Warte, jemand schreibt im Chat, nein. Da gibt's auch richtig viel, also bei Typen offensichtlich beim Outfit. Und ich dachte mir kurz so, ja, woher willst du das denn wissen? Der Name von der Person ist Mr. King. Okay, okay, say no more. Ich glaube dir, dass es da auch richtig viel gibt. Ich bin einfach zu unerfahren in dieser Szene und in diesem Outfit-Game, weil. Dann sowas, das wäre dann ein. Aber gibt doch auch 1000 verschiedene Harnisse. Ja, schon. Aber es geht halt alles in eine ähnliche Richtung, vom einen ähnlichen Vibe, finde ich. Ledergurt, nenne ich es mal, hier genau, rein stupfen. Entweder oberkörperfrei. Ja, guck. Oder manche tragen auch noch Netzhemden drunter, wo das eher so die Anfänger sind. Wollen wir. Cringe ist das dann. Unangenehm. Jemand hat Netzhemd. Das sind die Anfänger. Nein, hat sie nicht gesagt. Ich will nicht ihr in den Mund legen, dass sie es gesagt hat. Hose starten? Voll gerne. Oder ja. Ich nehme an, du willst lieber Hose und dann Harness oder ein T-Shirt anstatt ein Body? Ed Rezo, dein Outfit war doch nice. Ich habe das nie gezeigt. Ich habe mein Outfit nie gezeigt. Body ist was genau? Ich habe, also, was heißt das Outfit? Also, ich habe keines der Outfits jemals irgendwann gezeigt. Body wäre jetzt. Ja, da trägt man dann nichts anderes mehr zu, oder? Wir können noch Accessoires dazu aussuchen, aber das wäre dein Hauptunterteil erstmal. Ich finde diese Federdinger auch irgendwie voll. Doch, eins bei Insta, niemals. Niemals habe ich das gezeigt bei Insta. Voll geil. Genau, das ist dann auch ein Federharness. Ah, okay. Genau. Also hier kannst du als modisches Accessoire nehmen, aber theoretisch kannst du auch. Doch, hat jemand geleakt auf kein was? Aber jemand anderes, was? Warte kurz, was? Warte kurz, was? Nee. Alleine ranmachen. Nee. Geht ja gar nicht, weil die Leute haben ja keine Handys da vor Ort. Crazy. Das hat er wieder. Das ist ja der wichtige Part an keine Handys vor Ort. Dann kann das auch niemand leaken. Nichts kann geleakt werden, was da passiert, weil es keine Handys gibt. Wie wunderbar ist das? Ich meine, theoretisch kannst du Sachen leaken, indem du man sie erzählt, aber das wäre ja Todeswag. So ein 31er-Move, dass du irgendwie auf so eine Party gehst und dann irgendwelche Sachen siehst und dann danach irgendwie ins Internet gehst und sagst, ey, ich war gestern auf dieser Party und ich habe das und das gesehen. Das war ja krass. Das wäre schon crazy 31er-Move. Schauen wir mal. Das wäre direkt bad. Einfach mal was anziehen? Ja. Okay. Wie ist das eigentlich bei dir? Wie bist du damals in die Kinky-Szene gekommen? Ich habe vorher schon total viel ausprobiert, so privat im sexuellen Bereich, und wollte es dann einfach auch mal erleben, wie es ist, auf eine Positiv-Party zu gehen. Tatsächlich war ich das allererste Mal Kinky feiern bei Symbiotika. Mhm. Das ist jetzt. Diskretion, ganz wichtig, sagt Hakon. Hakon ist noch im Chat. Ja, ist wirklich so. Diskretion ist wirklich, aber halt generell, ne? Also wenn du mit Leuten in irgendeinem Space bist, wo man Dinge tut, die offensichtlich nicht jeder wissen sollte, ist halt generell Diskretion einfach wichtig. Und wenn die nicht zu 100% und die nicht zu 100% sicher bist, dass alle Beteiligten damit diskret umgehen, was getan wird oder was gesehen wird, dann kann man sich da auch nicht auch ausleben. Das habe ich 2 oder 3 Jahre her. Bin da reingekommen und habe mich total wohl und zu Hause gefühlt. Symbiotika ist für mich jetzt auch einfach wie eine Familie. So wie andere mit Freunden in die Bars gehen, Ja. Gehen wir irgendwie jeden Mittwoch zu Symbiotika und treffen uns da. Hab eine schöne Zeit, fühle mich wohl, kann ich selbst sein und kann mich auch ausleben. Yes. Es sieht gut aus. Ich weiß nicht, ob ich mich darin will. Nee, ich fühl's nicht. Ich fühl's nicht. Mal gucken. Ich hätte es gern von vorne gesehen. Sorry, dass ich Pause mache. Ich hätte es gern von vorne gesehen. Also von vorne unten gesehen. Ups.
schon ein bisschen ungewohnt. Also so freizügig bin ich sonst nicht in irgendwelchen Clubs unterwegs, ehrlich gesagt. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass es bestimmt auch Leute gibt, die sich nicht so sehr wohlfühlen, wenn sie sich so leicht bekleidet zeigen müssen. Ist das dann nicht auch so ein bisschen schwierig, wenn man dann quasi durch den Dresscode so gezwungen ist, irgendwie sowas anzuziehen? Also das sieht jetzt auf jeden Fall, finde ich, besser aus als das davor. Obwohl ich finde, es auch Harnisse gibt, die besser dem Körper schmeicheln. Unglaublich viel. Also irgendwie halt Sachen betonen, die dann einfach nochmal besser aussehen. Komplimente. Und die Leute sprechen auch einen gegenseitig darauf an, wenn man coole Outfits anhat und freuen sich mit einem, wenn man sich was traut und da einfach aus sich... Also zum Beispiel der Harnis, der ist ja nicht brustbetonend. Und es gibt Harnisse, die so brustbetonend sind, wenn ihr versteht, was ich meine. Also die so, da sieht es irgendwie, da wirkt so, als hättest du mehr Brustmuskeln, als du eigentlich hast. Weißt du, wisst ihr, wie ich meine? Aus sich rauskommen, weil darum geht es einfach auch viel bei den Partys. Offen sein, aus sich rauskommen, sich selbst zu erfahren. Würdest du sagen, kann man so Kit? Ich glaube, das stärkt krass das Selbstbewusstsein. Safe. Aber was ist vor allen Dingen, ich glaube, der Effekt, der noch krasser im Selbstbewusstsein reinkickt, ist nicht die prinzipielle Stärkung des Selbstbewusstseins direkt, also dass man irgendwie denkt, boah, jetzt irgendwie, ich bin, weiß nicht, krasser, bla bla bla, sondern dass du halt merkst, so, es ist unspektakulärer, also wenn du dann da bist, denkst du dir, es ist schon crazy so, aber es ist eigentlich, also, es ist unspektakulärer, als man sich das so vorstellt, Leute so zu sehen. Und das bedeutet ja im Rückschluss, es ist unspektakulärer, dass ich mich so zeige. Und that's fine. Weißt du, so das ist der viel krassere Effekt, finde ich. Cat. Ja, wir haben ein fertiges Outfit. Lederhose und ein Federharnis. Skinny. Also damit würdest du reinkommen. Dann denke ich, ist das mein Outfit? Ich finde, sieht gut aus. Tomato Leaks sieht gut aus. Fürs KitKat. Nicht nur hier im Laden gibt es eine Menge Toys, sondern auch beim Sponsor des heutigen Videos, Lelo. Lelo stellt eine ganze Bandbreite an hoch... Smart. Smartes Placement an dieser Stelle. Sehr, sehr smartes Placement. Du hast das Outfit mal in einer Folge Hobbylos beschrieben. Ah, Carola, danke dir. Stimmt, ich habe mal ein Outfit Ju gezeigt auf einem Foto und er hat es irgendwie beschrieben. Ich erinnere mich. Ja, das ist auch schon länger her. Ich bin sehr gespannt, wie das später hier wird. Genau. Darf ich dir gerade mal Rala und Dennis vorstellen, die Hallo. Beide Teil unseres Performance-Teams sind. Rala probt ein bisschen was, irgendwie neue Shows. Also das heißt, hier treten heute Abend verschiedene PerformerInnen auf. Genau. Man kann auch erstmal klein anfangen, schreibt jemand, und zum Beispiel mit Leuten auf Stammtisch connecten, zum Beispiel M-Stammtisch. Kann man auch, auf jeden Fall. Also wer sozusagen Zugang zu solchen Szenen finden möchte, der kann total im eigenen Tempo starten. Und also nochmal Betonung, meine beschränkte Erfahrung, meine sehr limitierte Erfahrung in dem Bereich hat also bestätigt auch, dass diese Leute in dieser Szene tendenziell extrem angenehm, extrem offen sind und sehr wohlwollend dir auch irgendwie helfen, irgendwie da Fuß zu fassen, wenn du da Bock drauf hast. An einem Haken hier hängen und verschiedene Sachen. Also wir zeigen natürlich auch sehr unterschiedliche Art von Shows. Dann hast du hier den Wrangle Floor. Wenn du hier die Treppe hochgehst, hast du eigentlich so eine Art, auch ein bisschen so eine Play Area. Aber ganz ehrlich, ich finde, wie gesagt, ich war sehr beschränkt. Ich rede hier so, aber sehr beschränkte Erfahrungen über irgendwas. Ich war noch nie da vor Ort, aber ich finde, es sieht alles sehr, sehr cool aus. Vor allen Dingen, weil es halt alles schon sehr, einen sehr krassen eigenen Charakter hat, aber nicht aussieht wie, hey, das ist von einem Investor so durchdacht worden, marketingmäßig und dann gebaut worden, wie so ein krasser, neuer, krasser Club, sondern es ist halt mit der Zeit so gewachsen von echten Menschen. Wisst ihr, was ich meine damit? Okay, was ist hier? Das ist auch so ein Playbereich. Ah, okay. Und zwar von echten Menschen, die das wirklich fühlen. Das meine ich auch. Okay. Das hier ist schon so ein Bereich, der schon dafür ausgelegt ist, damit die Leute sich natürlich auch da hinsetzen und dich einfach unterhalten. Aber ab einer gewissen Uhrzeit ist das schon ganz gut hier belegt mit Konstellationen von Menschen, die miteinander spielen wollen. Man hat hier an dieser Stelle, ich beschreibe wieder, was man sieht. Man hat halt Couches gesehen. Da hinsetzen und dich einfach unterhalten.
Natürlich, Lars, du musst die Bilder hier oben blurren, aber die Sitzgelegenheiten kann man ja zeigen. Auch das, also lieber YouTube-Algorithmus, das könnte eine Schaukel sein, wie man einfach so schaukelt, hin und her schaukelt oder so. Oder ein Sitz einfach so. Da sitzt man einfach, auch hier hinten, das ist ein ganz normaler Sitz, wie man halt sitzt hier. Kannst du deinen Arm ablegen vielleicht, ich weiß nicht, wofür das sonst da ist. So, wenn dir dein Arm müde ist oder irgendwie deine Beine hochlegen, ich weiß es nicht genau. Man weiß das es nicht. Das ist schon ganz gut hier. Was das hier genau ist, weiß man nicht. Ab wie viel Uhr geht's los? Also es gibt manchmal Abende, da passiert relativ wenig und andere Abende, man den Eindruck, wow, auf einmal explodiert der Laden vor sexueller Energie. Das ist sehr unterschiedlich. Aber ganz grundsätzlich darf man hier überall haben, an jedem Ort. Genau. Welche Regeln gibt es denn hier so grundsätzlich, damit sich alle wohlfühlen? Nein ist nein. Nicht anfassen, sondern fragen. Du kannst nicht jemanden einfach beim Vorbeigehen irgendwie an packen oder sowas. Wir haben mehr weibliche Gäste als männliche Gäste auf meiner Party. Gerade weibliche Gäste, die sagen mir fast jeden Mittwoch, dass sie sich einfach auf so einer Party viel safer und viel respektierter fühlen. Das habe ich auch durchaus in meiner limitierten Erfahrung, ich betone, dass meine Erfahrung sehr limitiert ist, aber sehr häufig auch schon gehört. Ich habe ein bisschen das Gefühl, das liegt daran, dass du halt eine viel bewusstere Auseinandersetzung mit Sexualität auf so einer Party hast. Also es ist nicht so ein, da gehen frustrierte Leute hin, die irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie noch was versenken wollen an dem Abend. Das hast du weniger. Also natürlich kann das auch vorkommen, weil du hast, also wenn viele Menschen an einem Ort sind, da hast du immer irgendwelche Leute, die halt kacke sind so. Das kann immer passieren. Also du hast nie eine absolute Safeheit auf keiner Party der Welt. Das geht nicht, auf keinen Fall. Aber ich habe auch das Gefühl, dass die Auseinandersetzung mit sozusagen wir interagieren jetzt auf der Ebene miteinander einfach eine bewusstere Auseinandersetzung ist und deswegen auch bewusster Consent gegeben wird und bewusster danach gefragt wird und bewusster das Ganze dann insgesamt ausgelebt wird im Regelfall. Was nicht bedeutet, dass es auf so einer Party nicht passieren kann, dass du irgendwie ungefragt angefasst wirst, weil das habe ich auch schon live mitbekommen, dass das passiert ist. Es passiert deutlich weniger auf solchen Partys, aus meiner Erfahrung. Als zum Beispiel in irgendwelchen R&B-Mainstream-Clubs, wo sie, wenn sie einen kurzen Rock anhaben, permanent irgendwie auf dem Dancefloor angepackt werden. Das gibt's bei uns so gut wie gar nicht. Und wenn, da sind die Leute schneller raus wieder aus dem Laden, als sie denken können. Wir haben zum Beispiel auch... Was? Vielleicht will er es gerade sagen. Mein Awareness-Team. Strong. Den Gedanken hatte ich nämlich gerade auch, wo ich das mit den Awareness-Teams sehr stark wahrgenommen habe, war auf der KitKat-Party in Köln, die ich gerade beschrieben habe, war auch Awareness-Team da, wo ich das sehr stark wahrgenommen habe, also die extrem gut da aufgestellt waren auch, war auf der Flowers and Bees in Essen. Das ist eine sehr, sehr große Party, auch eine Party, die sich sehr gut eignet, so für Einsteiger, glaube ich. Also von meiner limitierten Erfahrung würde ich das... Ja, ich will hier nicht rüberkommen wie der Dude, der so ist. Aber für Einsteiger ist das eine ganz gute Party, glaube ich. Und da sind auch viele Awareness Points und viele Awareness Teams. Und das sorgt natürlich auch dafür, dass sich Leute sehr, sehr safe fühlen. Ich meine, überleg mal, die meisten Partys haben nicht Awareness Teams und Awareness Leute, ne? Also die halt wirklich rumlaufen und darauf achten, ist hier alles cool. Teilweise auch Leute direkt ansprechen, sagen, hey, ist hier gerade alles cool so. Und das einfach kein Downer ist. Das ist jetzt nicht so, oh, das ist jetzt irgendwie die Partybremse kommt rein. Sondern das ist eine sehr völlig klare Sache, dass das dazugehört und dass es fein ist für jeden und ja. Also wir haben Mitarbeiterinnen, die gerade in diese Ecken rumgehen und auch die Menschen, gerade natürlich auch Frauen, immer ansprechen, ob alles cool ist, ob alles okay ist. Die haben aber auch ganz viele Gäste, die auf die Gäste aufpassen. Das ist irgendwie zum Beispiel sehr interessant. Und natürlich passiert immer wieder was, das kann man nicht verhindern, aber wir versuchen natürlich das Bestmögliche, dass so wenig wie möglich passiert und alle Gäste ja, eine schöne Nacht haben hier. Dann wünsche so sehr, so Teams gäbe es auch auf generellen Partys, Clubs. Ja, obwohl man actually sagen muss, das ist ja nichts Key-Party-Exklusives. Also es gibt ja Awareness-Teams auch außerhalb von
die Partys, also vor allen Dingen, wenn ich das sonst kennengelernt habe oder gesehen habe, dann vor allen Dingen auf Festivals, ne, dass es so Awareness Points gibt. Oder? Das habe ich, also auf Festivals habe ich das schon gesehen, aber jetzt so auf in Clubs, also Festivals ist ja das eine, so große Konzerte, Festivals, das andere ist halt ganz normale Clubs, da gibt es das natürlich dann weniger, ja. Dann geht's jetzt zum Vorglühen mit Freunden von mir. Hi. Freut mich. Hi. Danke. Cheers. Das sind ja jetzt so positive Partys. Geht ihr da auch hin, um irgendwie so sexuelle Erfahrungen zu machen? Oder wie wichtig ist Sex bei solchen Partys? Also ich gehe auch wirklich wegen der Musik dorthin. Und Sex passiert eigentlich wirklich im Hintergrund. Nur wenn man Sex wirklich sehen will, dann muss man halt auch danach suchen. Also geht ihr wegen der Musik hin oder warum? Also gerade bei der Symbiotika-Party würde ich sagen, ist das so ein Mix aus allem. Also Musik. Mhm. Musik, ne? Die ist natürlich etwas härter vom Techno her. Dann sind es einfach die Leute. Ne? Nach einer gewissen Zeit kennt man einfach viele da. Und dann ist es halt wie so ein Nachhausekommen. Also der Socializing-Aspekt ist halt sehr groß. Dass man halt auch immer. Vielleicht wurde es jetzt nur so geschnitten, aber es kam mir so ein bisschen vor, als wäre der Frage ausgewichen worden. Also die Antwort klang wie ein Ja, auch wegen. Es wurde nicht so klar beantwortet. Man wieder hört, wenn ich ins Kitty gehe, dann habe ich doch Sex. Die haben doch da alles. Ne? Also die denken, man kann einfach als Mann auf eine Frau zugehen und das ist dann recht leicht, das Spiel. Aber trotzdem muss ja vorher noch eine normale Interaktion stattfinden. Sei es reden oder sich anflirten oder wie auch immer. Es sind ja alle so ein bisschen. Obwohl die Interaktionen auch kürzer ausfallen können als in einem normalen Club. Also wenn du siehst, dass da zum Beispiel Leute gerade am Interagieren sind und du guckst dahin, Augenkontakt, du fragst natürlich, ob du sozusagen mitmachen darfst. Die sagen, yo, du machst mit. Das ist natürlich eine relativ kleine Interaktion, die dafür sorgt, dass du interagierst mit Leuten. Das ist eine sehr kleine Interaktion, die natürlich in einem normalen Club jetzt nicht so schnell passieren würde. Ein bisschen leichter bekleidet und so. Und man könnte ja jetzt irgendwie denken, okay, dann kommt es vielleicht ein bisschen mehr noch zu irgendwelchen Übergriffen. Wie ist das im Club? Also im KitKat wurde ich noch nie dumm angemacht. Ja, und da ich auch nicht. Angetan, ich hatte noch nie eine unangenehme Situation. Club ist. Aber warst du schon mal mit Revi im KitKat? Revi hat, glaube ich, öffentlich schon gesagt, dass er mal auf so einer Party war. Oder? Dann kann ich, in dem Fall kann ich das bejahen. Wenn man von sich was preisgibt, vor allem auch diese Nacktheit, haben die anderen einfach sehr viel, also vor allem auch die Männer, viel mehr Respekt vor einem. Bei Symbiotika vor allen Dingen und auch bei diversen anderen Partys gibt es halt auch ein Awareness-Team. Mhm. Sind auch mit Westen rennen die rum. So neongelbe Westen und wenn dann. Ja, ich kann ja nicht, das Ding ist, ich kann ja nicht, wenn jemand das sagt, so, dann ist es ja fein, dass ich sage, ja, mit der Person war ich da mal. Aber wenn jetzt eine Person mit, also die vielleicht auch da war, das öffentlich jetzt nicht so sagen würde, dann würde ich das natürlich auch nicht öffentlich so sagen. So bei Revi war ich mir jetzt extrem sicher, dass der das so gesagt hat. Ich habe jetzt ein bisschen so nachgefragt, aber eigentlich war ich mir ziemlich sicher. Ey, Rezo, fand dein Outfit bei der Flowers awesome. Hans, sehr gut, sah sehr breit aus. Wahrscheinlich ist das ein Joke, weil ich war nicht breit, als ich da war. Ich war nicht. Ach, breit im Sinne von, ich sah muskulös aus. Jetzt oder im Sinne von, ich sah völlig zugedröhnt aus. Okay. Ey, Anouk, wenn du breit meinst im Sinne von, ich sah muskulös aus, dann danke dir. Das ist völlig die Wahrheit, was Anouk sagt. Das ist kein Joke-Text gewesen. Das ist absolut die Wahrheit. Auch, also faktisch auch einfach richtig korrekt, was da gesagt wurde. Wenn damit gemeint war, ich sah zugedröhnt aus, das ist ein Joke-Text gewesen. Da hat jemand Joke gemacht. So, das kommt darauf an, wie es gemeint ist. Man nicht möchte, ja, also sei es jetzt irgendein Übergriff, ja. Ob verbal oder nonverbal, dann ist man halt auch ganz schnell draußen. Ne? Also ist ja klar. Wo sind wir jetzt hier genau? Genau, wir sind jetzt hier in der Gartenbar. Das ist zum Beispiel so ein Ort, wo viele Leute. Boah, ich wirklich, ich slide hier zwischen. Ich will Umgang mit Komplimenten 10 von 10. Bin ich sehr gut da drin.
Ich bin hier wirklich gerade am Balancen zwischen, ich möchte positiv und konstruktiv und offen über dieses Thema reden, aber kann natürlich in mancher Hinsicht auch nicht offen über dieses Thema reden. Und es ist ein ganz schmaler Grat, den ich gerade fahre, aber wir schaffen das, wir kriegen das hin. Sich hinsetzen, wenn sie erstmal reinkommen, erstmal hier was trinken, sich unterhalten und dann letztendlich zum Dancefloor gehen. Also hier ist die Musik dann auch nicht so laut, dass man sich nicht unterhalten kann. Sollte jeder kennen. Ist Luisa hier, ist ein Awareness-Code? Das wusste ich nicht. Ich kenne diesen Angel-Shot-Dings, das habe ich schon mal auf TikTok gesehen. Aber ist Luisa ihr, habe ich noch nicht gehört als Awareness-Code. Ja, der ein bisschen ruhigeren Orte. Gibt es richtig viel zu entdecken auf jeden Fall. Hier gibt es Alkohol, wie sieht das so mit anderen Drogen aus? Weil so Techno-Partys sind ja schon auch bekannt dafür, dass da auch mal die ein oder andere Substanz konsumiert wird. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, das ist sowas kommt nicht vor. Wir halten uns natürlich ganz klar an die Gesetzgebung. Ich habe noch nie gehört, dass Leute, die Techno hören, jemals irgendeine Substanz konsumieren würden. Habe ich noch nie von gehört. Ganz klare Drogenkontrollen. Bei G haben wir eine wirklich No-Tolerance-Policy. Also wer mit dem Fläschchen G erwischt wird, der kriegt auch lange Hausverbot. Natürlich wissen wir sind nicht blöd. Jede Musikkultur hat seine Arbeit. Für die Leute, die nicht wissen, was er gerade meinte mit G, vielleicht auch an der Stelle. Auch da habe ich nicht limitierte Erfahrung, da habe ich gar keine Erfahrung, um das nochmal, also um das ganz klar zu sagen. Was zur Hölle ist G? Ja, ich sehe schon, was ist G? Mehrere Leute im Chat fragen das. GHB, so heißt diese Substanz. Du hast, oder Liquid Ecstasy wird sie auch genannt, glaube ich. Lasst die Finger davon. Punkt. Wie gesagt, gar keine Erfahrung. Ich bin da jetzt, also da ist jetzt nicht mehr dieses, ich habe limitierte Erfahrung. Nein, ich habe gar keine Erfahrung, will auch gar keine Erfahrung haben. Aber das, was ich weiß, ist, dass das extrem schnell zur Überdosierung kommen kann, weil du das halt flüssig zu dir nimmst und weil es da wirklich auf so Milliliter ankommt. Und wenn du ein bisschen wirklich im Milliliter-Bereich zu viel, dann kann das ganz, ganz schlimm enden. Und das kann natürlich, wenn du so am Feiern bist, mal ganz schnell passieren, dass du da ein bisschen was überdosierst oder so. Und deswegen, und es kann auch als K.O.-Tropfen irgendwie genutzt werden oder so. Ich weiß jetzt nicht, ob das der Haupt-K.O.-Tropfen, die Haupt-K.O.-Tropfen-Substanz ist oder eine der K.O.-Tropfen-Substanzen oder so. Keine Ahnung. Aber das, was ich weiß, ist, lass die Finger davon, das kann extrem, auch wenn du es nicht von wem anders sozusagen untergejubelt bekommst, sondern es selber benutzen möchtest, kann es extrem, extrem schnell sehr, sehr schief gehen. Einfach nicht machen. Einfach nicht machen. Aber wir versuchen natürlich, möglichst es so zu halten, dass es keinen offenen Konsum gibt, dass Leute natürlich sich sicher fühlen können. Aber wenn jetzt zum Beispiel irgendjemand auf irgendetwas, ob es jetzt Alkohol... Ich hoffe, ich habe das richtig gerade erklärt. Ich hoffe, ich habe das jetzt gerade nicht irgendwas vergessen oder falsch gesagt oder so, aber das ist das, was ich jetzt so im Kopf hatte, wie das ist. Oder meinetwegen auf oder was Gott was abschmiert, dann schmeißen wir den nicht irgendwie auf die Straße, sondern wir haben ein kleines Sunny-Bereich, dann betreuen wir die mit dem Awareness-Team und passen natürlich auch einfach auch auf die Menschen auf, aber natürlich sind wir kein rechtsfreier Raum. Und jetzt zeige ich euch mal das Herzstück von dem Club eigentlich. Der sagenumwogene Pool. Genau, der sagenumwogene Pool vom KitKat. Grundsätzlich bei manchen Partys kann man hier auch... Sollte man nicht mit anderen Drogen mischen. Nee, in dem Fall würde ich weitergehen und sagen, sollte man gar nicht konsumieren. Gar nicht, gar nicht, gar nicht. Es gibt andere Drogen, wo es nicht so schnell passieren kann, dass du eine aus Versehen eine völlige Überdosierung irgendwie machst. Also zum Beispiel bei Alkohol, wenn du irgendwie Bier trinkst, kann es nicht passieren, dass du dich ein bisschen mit den Millilitern im Schluck verschätzt und plötzlich im Krankenhaus bist. So klar, du kannst auch im Krankenhaus landen von Bier, aber nicht mit einem Upsi-Schluck. Und da ist es eben anders. Genauso bei, ich will jetzt nicht sicherere, ich will gar nicht jetzt Drogen als sicherer bezeichnen. Ich will nur sagen, die eine ist halt King unsicher. So, die halt gar nicht benutzen. Gar nicht benutzen. Auch schwimmen oder ja, was passiert klar. Hier? Natürlich, klar. Also normalerweise ist das hier, überall sitzen Leute. Leute schwimmen hier, Leute sind am Schaukeln. Was sind sonst so Sachen, die eine gute Party haben sollte? Oder was braucht eine Location für eine gute Party?
Party? Also ich glaube, da gibt es keine festen Regeln, aber wir haben Mobiliar, das aus dem BDSM-Bereich kommt, das man natürlich auch gerne verwenden kann. Also ganz, ganz viele Leute reden. Hattest du mal was mit Drogen? Ich hatte actually mal was mit deiner Mutter. Nee, sorry, Digga. Ich muss mir abgewöhnen, das zu tun. Ich gelobe Besserungen. Ich glaube, ich schaffe es, also pro Stream einfach einen solchen Mutterspruch weniger zu machen. Und wir reduzieren das langsam auf null. Plötzlich werde ich es nicht schaffen, abrupt. Aber langsam werde ich es schaffen. Wir reden ja vom KitKat, als das ist ihr Wohnzimmer, ihr Zuhause. Diese private Atmosphäre, die muss man natürlich schaffen, damit die Leute sich wohlfühlen und vielleicht auch dann ein bisschen mehr starten als nur tanzen. Jetzt habe ich das Gefühl, dass so Kiki-Partys in den letzten Jahren immer beliebter werden. Hast du auch das Gefühl und weißt du, woran das so liegen könnte? Es ist natürlich ein Gesamtprogramm, das wir mitbringen. Nicht nur, ja, tanzen, sondern einfach auch ganz viel schauen, ganz viel sehen, ganz viel erleben. Und ich glaube, das ist heutzutage in so einer ja doch auch sehr erlebnishungrigen Gesellschaft irgendwie auch ein Konzept, was viele Gäste auch suchen. Das macht es natürlich so attraktiv. Wie meinten ja. Aber ich glaube, es ist also an der Stelle ja, erlebnishungrige Leute wollen manchmal dann auf solchen Partys sein. Aber es sollten nur erlebnishungrige Leute auf solchen Partys sein, die auch sehr gut damit klarkommen, wenn sie halt nicht Teil von dem Erlebnis sind. So. Also, dass es auch völlig cool ist und ein nicer Abend ist, wenn da jetzt nicht crazy Action passiert. Weil wenn du davon frustriert wärst, dann solltest du nicht auf solche Partys gehen. So. Ja, vorhin schon in der großen Runde, dass man immer wieder gerade am Mittwochs die gleichen Gesichter sieht und dann müssen ja sicherlich auch einige von den Leuten arbeiten am nächsten Tag, am Donnerstag. Ja, wie ist das bei euch eigentlich? Müsst ihr morgen arbeiten? Gerade nicht. Also, du bist ja auch selbstständig. Ich werde morgen arbeiten, weil ich halt das Camgirl und Onlyfans machen werde. Aber da kann ich natürlich frei einteilen, wann ich online gehe zum Beispiel oder wann ich schreibe. Ist das so bei vielen, dass sie irgendwie also nicht arbeiten müssen oder studieren oder vielleicht irgendwie sowas? Also ich kenne viele, die tatsächlich einfach normale Jobs haben oder auch studieren natürlich, aber viele... Ich würde nie mittwochs also so richtig feiern gehen. Also so, weiß ich nicht, um 20, 21 Uhr irgendwie so ein, zwei Drinks trinken, so mit ein paar Freunden, das kriege ich auch unter der Woche noch hin, in meinem gehobenen Alter. Dann bin ich nicht fertig am nächsten Tag. Cool. Aber wenn ich jetzt so... Weißt du, so in Clubs gehen, so mäßig, du gehst so 0 Uhr in den Club und dann feierst du ein paar Stunden und dann am nächsten Tag so morgens malochen, wäre nicht mein Vibe, wäre einfach nicht mein Vibe. Viele von uns, zu denen gehört irgendwie der Mittwoch so sehr zum Leben dazu auch oder die Symbiotika-Party, dass ich viele kenne, die lieber am Wochenende dann arbeiten und dafür im Vertrag drin stehen haben oder mit dem Arbeitgeber besprochen haben. Wie alt bist du eigentlich? Ich bin actually 47, deswegen passe ich so gut zu deiner Mutter. Nein, stopp, stopp. Das ist jetzt aber auch, es ist jetzt aber auch, weil ich im Kopf habe, das nicht zu sagen, kommt in meinen Kopf, das zu sagen. Haben, dass sie Donnerstag frei haben. Ach krass, okay. Ja, es genau, ist vorbei. Das ist halt auch eine es ist auch nicht lustig. Mir ist völlig bewusst, dass niemand gerade gelacht hat. Es ist einfach unangenehm. Es ist einfach unangenehm. Möglichkeit, wie man das dann machen kann. Techno-Partys verbindet man ja oft auch so mit Konsum. Wie ist das hier so bei Kiki-Partys? Ist das da normal, dass irgendwie Drogen konsumiert werden? Ich würde das nicht unbedingt auf Kiki-Partys münzen, das Techno-Partys allgemein. Was wird dann so konsumiert? Vor allen Dingen Markus Söder auf Techno-Partys, wer den schon mal gesehen hat, der ballert sich wirklich, der ballert sich alle Pillen rein. Also alle. Wenn du fragst, welche genau, ich kann dir jetzt nicht so aufzählen, weil es sind alle. Also was sind so da die beliebtesten Partydrogen? Ja, guck sicherlich, Speed, gerade jetzt auch sehr im Kommen bei vielen Kindern oder auch schon seit länger. Und was halt auch im Kommen ist, ist halt 3C, jetzt auch schon seit geraumer Zeit. Und das ist halt auch in der Techno-Szene sehr verbreitet. Ja. An der Stelle die Einordnung. Keine Drogen, okay. Aber ich kenne jetzt auch viele, die keine Drogen nehmen auf diesen Partys. Also von daher... Auch, ja. Genau. Ja. Insbesondere auf Partys, glaube ich, ist es, egal ob das so eine Party ist oder eine andere Party ist, ist es egal, ob es jetzt um legale oder illegale Substanzen geht, vielleicht ein sehr guter Rat, sich nicht voll zu ballern mit irgendwelchen Sachen,
weil letztlich bist du immer noch irgendwo anders und nicht in deinem Safe Space irgendwie zu Hause. Was nicht bedeutet, nee, ich höre jetzt einfach auf, über dieses Thema zu reden. Sonst sollen wir uns umziehen? Also, ja, klar. Ja, dann kannst du mal dein Outfit jetzt präsentieren. Genau, dann kann ich das präsentieren. Und ich hoffe, das gefällt mir noch. Ah. Willst du ins Bad? Ja, den MK-Joke haben ein paar gegettet. Ich merke, dass den MK-Joke ein paar gegettet haben. Keine nehmen, okay. Ja. Es ist von South Park. Ich weiß, heutzutage kennt viele South Park nicht. Ich habe auch die letzten Staffeln der letzten Jahre gar nicht mehr aktiv geguckt. Aber South Park wirklich eigentlich sehr stronge Serie. Sehr, sehr strong. Bad oder ins Schlafzimmer? Das hatte ich auch an. Ja, das stimmt. Den haben wir anprobiert bei The Coach. Ja. Ja. Crazy. Ja, dann würde ich sagen, zeig mal dein Outfit, ziehen wir uns oder? Mal um. Also das ist jetzt das, was du heute trägst? Ja, genau. Ja, aber ist ja auch jetzt gar nicht so ultra freizügig. Nö, gar nicht. Du bist ja sexuell schon relativ offen, oder? Wie sind so deine Erfahrungen dann gerade, was so Sex... Ich finde es voll den Vibe, dass so nebenher unkommentiert passiert ist, dass einfach seine Nails gerade gemacht wurden. Finde ich voll nice. Im KitKat bei so einer Kitty-Party angeht? Ich gehe nicht ins Kitty für Sex oder ähnliches. Mhm. Und schätze es aber einfach immer noch, dass ich die Möglichkeit habe. Also das heißt, du hast nicht jedes Mal Sex, nein, aber auf gar keinen Fall. Ich würde sagen, fast nie tatsächlich. Also wirklich fast nie. Aber du hast schon sexuelle Erfahrungen gemacht. Aber ich habe halt auch im Kitty sexuelle Erfahrungen gemacht. Weil es halt ist so, wenn du da jemanden dann kennenlernst oder so, musst du nicht nach Hause gehen. Ja. Sondern kannst es halt dort machen. Aber ist das nicht komisch, in einem Club so zu haben, wenn da so... Nagellack immer hot. Leute, ich habe noch nie Nagellack getragen. Eigentlich ist es mal allerhöchste Zeit. Warum habe ich noch nie Nagellack getragen? Ich muss mal irgendwann mit irgendeiner Freundin des Vertrauens, müsste ich mal sagen, let's go. Lass machen. Ja, vor allen Dingen, schwarz ist ja Safe Call. Das kann ja nicht schlecht sein. So. Stimmt, Julia kann mal Nagellack bei mir machen. Ich weiß aber nicht, ob ich das fühle. So vor ein paar Jahren war ich so gar nicht der Typ für irgendwas. Also so für, ich trage ein T-Shirt und eine Hose und da hört's auf. Also, okay, ich habe auch noch ohne Hose getragen. Okay, Socken noch, aber da hört's auf. So mittlerweile bin ich so Typ für so, okay, ich trage auch gern so Ketten und irgendwie ein Bracelet oder irgendwie sowas in der Richtung. Ringe aber actually fühle ich nicht so sehr. Also so ein bisschen, aber gar nicht so dolle. Und deswegen weiß ich nicht, ob Nagellack so meins wäre. Vielleicht bin ich so ein cleaner Handtyp. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht würde ich es gerade voll feiern, wenn ich, weiß ich nicht, mal gucken. So viele Leute sind, die irgendwie zugucken können und so. Ja, also du hast ja immer auch ein bisschen so separatere Bereiche. Ja, aber es ist auch nicht so, als würden sie dann groß glotzen oder ähnliches. Alles kann, nichts muss. Und das stimmt halt beim Kitty oder bei Symbiotika immer. So, okay, wir sind jetzt alle Ja, das stimmt ja, also das ist generell ja so der... das Credo von allen möglichen, sowohl positiven Partys als auch Partys, also auch Partys, wo es wirklich explizit darum geht, solltest du immer mit dem Mindset hingehen von, es muss nichts passieren. Wie gerade gesagt, es ist fein, wenn nichts passiert. Gezogen, das heißt, es kann losgehen. Rezo muss seine maskuline Männlichkeit wahren. Ja, mir ist es echt wichtig, dass ich nicht Nagellack habe, weil das ist ja für Frauen bar. Hallo. Hallo, Süße. Und wen hast du damit gebracht? Hallo, Felix. Hallo, Felix. Du bist Charlotte. Du machst hier die Tür. Genau, ich mach die Tür hier. Und du hast ihn auch entsprechend eingekleidet? Ich hab ein bisschen hier was drunter. Okay, schön. Schöne Federn, wunderbar. Reicht sehr das? Schön gemacht. Ja, das. Du musst halt, glaube ich, bei solchen Veranstaltungen entweder zeigen, was du eigentlich trägst, weil die sehen ja nicht, was du eigentlich trägst. Die müssen ja an der Tür gucken, passt du rein, so vom Vibe, aber auch vom Outfit natürlich. So, das Outfit muss ja irgendwie auch gut sein. Und da werden, glaube ich, viele Leute nach Hause geschickt. Also da auf jeden Fall. Auch bei der KitKat-Party in Köln wurden extrem viele Leute nach Hause geschickt. Und
Du kannst es aber auch auf dem Foto, glaube ich, zeigen. Also du kannst auch sagen, so ey, hier, so, ich habe das jetzt noch nicht so an, weil das würde kaputt gehen, wenn ich dann Mantel drüber ziehe oder was auch immer. Hier ist ein Foto, das würde ich gleich anhaben. So. Und dann wird das nochmal kontrolliert, dass du das, also dass du wirklich sowas. Das ist in Ordnung, anhast. Auf jeden Fall, gerade dein erstes Mal, ne? Genau, ja. Ja, für das erste Mal alles in Ordnung. Wie viele Leute? Auch welche, die Outfits anhatten. Ja klar, es werden noch Leute abgewiesen, die Outfits anhaben. Weil vielleicht, also weil es vielleicht nicht genug ist oder weil die einfach vom Vibe nicht fitten oder so. Das ist ja dann immer in der Erwägung von der Tür so letztlich, ne? Weißt du dann so ab? Also wie aber in jedem anderen Club auch. An so einem Abend? Das ist immer ein bisschen unterschiedlich, aber ich würde sagen so zwischen 200 und 300. 200 und 300? Krass. Also schon eine Menge. Ja. Kontrollierst du auch? Boah, das ist schon hart. 200, 300 Leuten am Abend sagen, sorry, du hast dich hier gerade wahrscheinlich irgendwie 2 Stunden in die Schlange gestellt. Geh bitte wieder nach Hause. Das ist schon hart. Ob irgendwer Drogen dabei hat? Das ist drin. Das machen wir an der Tür nicht, sonst hätten wir echt zu viel zu tun. Das heißt, wir können jetzt reingehen? Ja, dann wünsche ich euch einen wunderschönen Abend. Und wie gesagt, wenn irgendwas ist, einfach zum Awareness-Team gehen. Alles klar. Vielen Dank. Dankeschön. Für uns geht's jetzt in den Club. Da dürfen wir Ringe plus Rezo gleich Smash. Nee, ich kann im nächsten Stream vielleicht mal Ringe anziehen, um das mal zu zeigen. Aber ich habe Ringe nicht so gefühlt bei mir, muss ich ganz ehrlich sagen. Natürlich leider nicht mehr filmen, aber vielleicht fühle ich Ringe in einem halben Jahr total und dann trage ich Ringe. Aber wir werden uns zwischendurch noch mal melden und so ein bisschen berichten, was wir so erleben. Bin gespannt. Los geht's. Los geht's. Okay, unten rechts, das könnt ihr jetzt nicht so gelesen, weil der Chat davor ist, steht Szene nachgestellt. Also es wurde offensichtlich nicht einfach so gefilmt auf der Party, sondern es sind jetzt nur, um so ein bisschen zu unterstreichen, wie das aussehen könnte. Weil, ja genau, Leute im Chat fragen schon, wait, die filmen da nicht. Nee, die haben da nicht gefilmt, das sind nachgestellte Szenen. Wir sind angekommen, haben was getrunken. Die haben wahrscheinlich einfach ein paar Leute gefragt, so hey, könnt ihr kurz so euch da hinsetzen, mal was trinken und jetzt mal tanzen oder so. Und da hatten sie irgendwie ein Dutzend Leute für, um das so rüberzubringen. Irgendwie an der Bar, erstmal so ganz entspannt, erstmal einfach so da gesessen und gequatscht mit irgendwelchen Leuten. Gerade waren wir auch noch mal ganz kurz irgendwie auf der Tanzfläche. Da ist auch schon eine Menge los, also echt sehr viele Leute, die da irgendwie am Start sind und tanzen. Wie würdest du sagen, wie ist deine Stimmung? Ja, die Stimmung ist einfach so positiv aufgeladen. Es kann einfach alles passieren irgendwie in diesem Club. Ein bisschen knistern in der Luft. So. Ja. Das merkt man schon tatsächlich. Das ist schon Ringe trägst du nicht, aber Kockringe schon, oder? Ich actually nicht, aber lustig, dass du fragst, weil dein Dad actually. Nein. Nein. Immerhin, Chat, ganz kurz. Ich habe wenigstens jetzt Dad gesagt, dass ich es ausgleiche. Würde ich immer nur auf Mutter gehen, könnte man ja internalisierte Misogynie unterstellen. Wenn ich aber auch abwechselnd auf Väter gehe, dann ist das schwieriger zu führen. Verrückt. Also es hat schon irgendwie so eine gewisse Spannung und ich find's ganz geil. Das, Digga, wirklich, da merkt man wieder, Tomadolix geht für uns, sorry, dass ich gerade, Tomadolix geht für uns, Feminismus Level 100. Wirklich, ich finde, also dafür, dass ich gerade einen Dad-Joke gemacht habe, bin ich eigentlich deutscher Alice Schwarzer. Obwohl Alice Schwarzer ist keine Feminismus-Ikone mittlerweile mehr, ne? War sie mal vor 30 Jahren, glaube ich, aber mittlerweile jetzt nicht mehr so derbe. Okay, war falsches Beispiel. Bin ich, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich find's gerade ein bisschen geil, sagt er. Das ist geil. Wir stürzen uns jetzt noch mal so ein bisschen in die Menge, dann berichten wir später noch mal. Wir haben mittlerweile noch mal ein bisschen später, also um die 3 Uhr. 3 Uhr ist schon. Also so lange hält er durch. Weil habe ich schon so den einen oder anderen beobachtet, der in diesem. Aber er ist ein bisschen betrunken, oder nicht? Also jetzt von der Körpersprache, wie er redet, wie er so sich bewegt, ist er doch, hatte so doch schon, ich sag mal, einen Schluck Wein getrunken. Später, also um die 3 Uhr. Mittlerweile habe ich schon so den einen oder anderen beobachtet, der in diesen Liegebereichen am Start ist. Ich habe irgendwie Leute gesehen, die haben, irgendwelche Jobs, irgendwie Leute, die einfach so ein bisschen intim waren. Es sind nicht so mega viele. Also ich hätte mir vorgestellt, dass hier vielleicht mehr Sex ist tatsächlich, aber es ist eher so vereinzelt, sieht man mal. Nee, ich glaube, Pupillen sind aber noch okay, oder? So für die Lichtverhältnisse.
paar Leute, die da irgendwie ein bisschen aktiver sind. Das ist da so ein bisschen so, das sind einfach ein paar Leute, die ja. dann so für sich sind. Ja, die meisten kommen einfach auch her zum Tanzen und Reden, was wir ja auch viel gemacht haben. Jetzt. Ja, voll. Also wir waren jetzt viel auf der Tanzfläche, haben mit vielen Leuten gesprochen. Also ich glaube, das ist bisher so eins meiner besten Club-Erlebnisse überhaupt. Also ich finde, das ist echt irgendwie so eine ganz andere Atmosphäre als... In meiner beschränkten Erfahrung kann ich sagen, dass ich das genauso auch empfinde. Dass es irgendwie ein ganz, ganz anderer Vibe ist, als so normal in den Club zu gehen. Und zwar ein einfach schönerer Vibe. Es ist einfach vom Vibe her cooler. Als so bei anderen Partys. Ich kann es gar nicht so ganz genau beschreiben, aber ich fühle mich hier irgendwie so ein bisschen wohler. Und das, obwohl ich so aussehe, so würde ich ja normalerweise irgendwie zu Hause jetzt nicht rumlaufen. Die Leute sind halt alle offen, man kann mit jedem irgendwie quatschen. Das ist ja auch der Grund irgendwie, warum wir jeden Mittwoch herkommen, ja. weil für uns ist einfach Freunde treffen. Ja. Und mit denen sich unterhalten und austauschen. Vielleicht auch noch mal so kurz irgendwie zusammengefasst. Also es ist auch einfach so, dass die Leute, die regelmäßig auf solche Partys gehen, habe ich das Gefühl, sind einfach sehr entspannte, coole Leute häufig. Also so, ich habe leider, dadurch, dass ich so viel am Arbeiten bin, dann so die Kontakte, die ich teilweise dann geknüpft habe, dann ne, hat man noch ein paar Mal geschrieben oder so und dann wurde ich vielleicht wieder woanders eingeladen oder so, aber konnte dann ja gar nicht groß irgendwie noch... weitere Erfahrungen viel sammeln, weil ich auch einfach viel am Arbeiten bin. Ich komme nicht viel raus, Digga. Ich bin nicht viel irgendwie am Sachen unternehmen. Aber diese Leute sind wirklich so häufig so unglaublich, unglaublich nett. Denkt ja vielleicht, das ist jetzt irgendwie hier sowas voll die andere Welt, aber im Prinzip ist das eigentlich nur so eine Techno-Party, bei der die Leute so ein bisschen weniger anhaben und alle... Geht man da alleine hin? Die meisten nicht. Die meisten gehen... nicht alleine hin. Aber ist ja auch im normalen Club auch so. Theoretisch, glaube ich, kann man alleine hingehen, aber, also ja, bestimmt, aber die meisten gehen in Gruppen hin, weil ist ja auch normal so, wenn du irgendwie feiern gehst oder so. Halt so voll lieb sind, so aufeinander aufpassen und so eine, ja, schöne Atmosphäre ist. Wir feiern jetzt noch ein bisschen weiter, aber jetzt packen wir die... Warst du alleine dort? Nee, ich war nicht alleine dort. Ich war auf solchen Veranstaltungen bisher nicht alleine. Kamera mal weg, damit wir das Ganze auch noch mal für uns einfach erleben können, ohne dass ich noch daran denken muss, dass ich hier nachher noch irgendwas rein erzähle. Deswegen auf jeden Fall, Amy, vielen Dank, dass du mich so ein bisschen in die Welt eingeführt hast. Mit wem warst du? Lustig, dass du fragst. Ja, damit geht meine Nacht im KitKat zu Ende. Ich muss sagen, für mich war das super interessant, mal bei so einer Party dabei zu sein. Also ich könnte mir schon vorstellen, hier nochmal feiern zu gehen. Schreibt mir gerne mal... Ich habe nichts gesagt, Chat. Ihr dürft mich nicht kritisieren jetzt für Dinge, die ich nicht gesagt habe. Ihr habt gedacht, ich würde das sagen, was nur bestätigt, dass ihr das denkt. Ich weiß gar nicht, was ihr meint. Ich weiß gar nicht, wo... Ach so, ihr dachtet, ich könnte sowas sagen. Nein, nein, das war nicht in meinem Kopf. Niemals. Das war in eurem Kopf. Mal in die Kommentare, was ihr über das Thema denkt. Hier geht es zu einem weiteren Video von mir. Da war ich eine Nacht in einem Swingerclub. Das war auch sehr spannend. Abonniert den Kanal, um keine Videos mehr zu verpassen. Ey, ohne... Ich finde super, super cool, dass auch sie hier links, ich weiß jetzt ihren Namen nicht mehr, ich finde super, super cool, dass sie ihn da so rangeführt hat und dass diese ganze Gruppe auch so offen war. Das habe ich jetzt die ganze Zeit nicht gesagt. Ich habe gar nichts so groß zu ihr gesagt oder so. Aber ich fand super cool, wie sie ihn rangeführt hat oder diese Gruppe ihn so rangeführt hat und wie offen die sind und dass sie sich auch so, also so im Internet dann zeigen. Und ich meine, wie sympathisch war denn diese Amy? Dankeschön, Chat. Wie sympathisch war denn Amy und diese ganze Gruppe um Amy rum? Die waren alle chillig, die waren alle sympathisch, die waren alle cool drauf so. Insofern... Ja, wie gesagt, solche Leute sind meistens sehr, sehr, sehr cool drauf. Like auf jeden Fall für das Video, folgt Tomatoleaks, um ihn in weitere krasse Situationen zu bringen, die er für uns durchhalten muss. bitte, bitte. Ich glaube, Top-Comment war, als ich gerade, genau, hier, Felix, überarbeite dich bitte nicht. Ja.